Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Robot Basic. Wir wollen uns heute beschäftigen mit der Kategorie des subjektiven Rechts oder des subjektiv öffentlichen Rechts. Die Kategorie ist im deutschen Verwaltungsrecht und damit auch im Planungsrecht extrem wichtig, deswegen, weil von der Bejahung eines subjektiven Rechts letztlich abhängt, ob ein Bürger vor Gericht gehen kann oder nicht. Ob es also zu einer gerichtlichen Überprüfung des Hoheitshandelns kommt. Die Grundlage dafür, meine Damen und Herren, ist, dass deutsche Gerichte, anders als etwa Gerichte in Frankreich, nicht zuständig sind dazu, die Rechtmäßigkeit eines Hoheitsaktes so ganz allgemein zu überprüfen, sondern Gerichte sind in Deutschland für den Rechtsschutz des Einzelnen zuständig. Und Grundlage dieses Auftrags ist letztlich Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, die Rechtsschutzgarantie. Da steht drin, wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Die Behauptung, in seinen, also in eigenen Rechten verletzt worden zu sein, ist also Voraussetzung dafür, dass man vor ein Verwaltungsgericht ziehen kann. Und also muss man sich damit beschäftigen, was sind eigentlich seine, ihre Rechte? Was sind eigene Rechte in diesem Sinne? Und genau das soll die Kategorie des subjektiven Rechts bezeichnen. Und wir legen in aller Regel die sogenannte Schutznormtheorie oder Schutznormformel zugrunde. Und die besagt, ein subjektives Recht ist ein Rechtssatz, der zumindest auch den Interessen des Einzelnen zu dienen bestimmt ist. Wir fragen uns also, soll das Recht, der Rechtssatz, auf dessen Verletzung sich letztlich der Kläger, die Klägerin bezieht, soll dieser Rechtssatz gerade auch den Interessen des Klägers dienen oder umgekehrt dient dieser Rechtssatz ausschließlich öffentlichen Interessen. Ein Beispiel, wenn es um die Stellplatzpflicht geht. Dann stellt sich die Frage, kann der Nachbar geltend machen, Moment mal, da hat jemand eine Baugenehmigung für 10 Wohnungen gekriegt, der macht aber nur 5 Stellplätze auf seinem Grundstück. Und dementsprechend wird es dazu führen, dass die Straße durch Parksuchverkehr in Anspruch genommen wird und ich noch viel schlechteren Parkplatz kriege als bisher. Kann der das geltend machen? Also die Frage, ist der Rechtssatz, der bestimmt, man muss in einer bestimmten Größenordnung Stellplätze herstellen, dient der auch gerade dem Schutz des Nachbarn dazu, dass er im öffentlichen Straßenraum einen Parkplatz kriegt? Und da haben die Gerichte in diesem Fall gesagt, nein, die Stellplatzpflicht dient der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs, weil eben Parkzugverkehr ganz besonders verkehrswidrig gefährlich ist und dementsprechend nicht den Interessen des Einzelnen, sondern öffentlichen Interessen an der Verkehrssicherheit. Der Einzelne kann also nicht vor Gericht gehen mit der Behauptung, sein Nachbar würde die Stellplatzpflicht verletzen. Das ist das subjektiv-öffentliche Recht, meine Damen und Herren. Abzugrenzen ist das subjektiv-öffentliche Recht von dem Rechtssatz, der eben nur öffentliche Interessen betrifft und der dementsprechend objektiv ist, aber eben kein subjektives Recht darstellt. Im Staatsrecht finden wir diese Unterscheidung etwa im Unterschied zwischen den Staatszielbestimmungen, Sozialstaatsprinzip, Umweltstaatsprinzip einerseits und den Grundrechten andererseits. Wir haben keine sozialen Grundrechte im Grundgesetz, meine Damen und Herren. Das heißt, niemand hat grundsätzlich einen Rechtsanspruch, einen grundrechtlich gesicherten Rechtsanspruch auf soziale Leistungen. Das liegt daran, dass das Sozialstaatsprinzip, das im Grundgesetz verankert ist, eben eine Staatszielbestimmung und eben gerade kein subjektiv öffentliches Recht ist. Soziale Grundrechte wären aber gerade Rechtssätze, die gerade dem Einzelnen zu dienen bestimmt sind. Das ist nämlich das Wesen von Grundrechten, es sind Rechtspositionen des Einzelnen gegenüber dem Staat. Grundrechte kann der Einzelne also geltend machen, bloße Staatszielbestimmungen nicht. Und dass es im Verwaltungs- und insbesondere dann im Planungsrecht zu schwierigen Abgrenzungsproblemen kommt, ist vollkommen klar. Zum Beispiel, was ist denn mit dem Rechtssatz, der sagt, bei Planung sind öffentliche und private Interessen gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen? Ist das ein objektiv-rechtlicher Abwägungsgrundsatz, der letztlich nur rechtsstaatlicher Planung dient? Oder dient das auch gerade den Interessen dessen,
dessen Interessen, dessen einzelne Belange mit in die Planung einzustellen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat das so entschieden. Und deshalb gibt es ein subjektives Recht auf gerechte Abwägung. Man kann also als Einzelner geltend machen, meine Belange waren abwägungserheblich und ihr habt die nicht richtig im Abwägungsprozess gewürdigt. Das ist die Bedeutung, meine Damen und Herren, des subjektiven öffentlichen Rechts. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.